So, auf ein neues. Jetzt wissen wir's. Wir müssen zum Buchladen. Und wer, bitteschön, irgendwo hier soll es einen Buchladen geben. In der untersten Ebene von Juban. Das heißt, hier irgendwo. Also hier ist unser Zuhause. Und hier irgendwo auf dieser Straße soll ein Buchladen sein. Aber hier ist keiner. Hier ist auch kein Weg. Nirgends. Ich check's nicht. Ich meine, wir haben ja jetzt sogar schon alle Geschäfte jetzt durch, oder? Haben wir doch. Willkommen. Kaufen. Lippenstift, Wundersalbe, Heilbad. Hier ist nur Pediküre-Kram. Nutze Accessoires, um besser auszusehen. Ja, natürlich nutze ich gerne Accessoires, um besser auszusehen. Aber wo ist der Buchladen? Was ist hier? Uhren. Uhren! Was ist da? Wie soll ich denn da drauf kommen, bitte? Hier steht nichts. Hier steht nichts. Hier ist nichts. Woher? Woher soll ich wissen, dass genau dieser Eingang, einer unter 50.000 Eingängen, der richtige Eingang für diesen Buchladen ist? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Über eine Viertelstunde suche ich diesen ollen Buchladen. Hier, der hat sogar einen Balkon. Der hat einen Balkon. Was ist denn das? Okay, wir sind da. Wir sind zufrieden, wir sind sehr glücklich darüber, dass wir endlich den Buchladen gefunden haben. So, wir können jetzt all unser Geld für Comics ausgeben. Und das tun wir auch, weil dieser fucking Buchladen... Ja, warum sind hier keine Menschen, hm? Warum werden hier wohl keine Menschen sein? Guckt mal hier bei der Pediküre, da laufen Leute rum. Hier beim 24-7-Shop laufen Leute rum. In der Spielhalle zocken die ganze Zeit Leute. Im Buchladen? Ja, hier ist natürlich keiner. Mal überlegt, vielleicht so ein Schild rauszuhängen. Hey, hier gibt's Bücher oder analoge Videofilme oder irgendwie sowas. Suchen Sie etwas? Ja, ich habe ewig lange den Buchladen gesucht. Ich suche alles Mögliche über den Mond. Und warten Sie einen Moment, vielleicht habe ich etwas für Sie. Ich finde auch diese Aussage super konkret. Ich suche alles Mögliche über den Mond. Wir haben ein Kochbuch. Genau. Wie kocht man auf dem Mond? Das ist nämlich genau das, was ich gerade gesucht habe. Ich suche nach einem Buch über den Mond. Hier ist ein Kochbuch. Oh, hier ist ein Rechenbuch. Ohoho. Okay, ich merke, dieses Geschäft hat noch mehr Probleme als einfach nur die Beschriftung dieses Ladens. Was ist das? Was macht ein Nakayoshi-Magazin hier? Oh, gefunden, hier ist es. Das Buch, das Sie gesucht haben, junge Frau. Yippie, dieses Buch handelt vom Mond. Yay. Dieses Buch kostet... 1 Million Yen. Was? Warum das denn? Aber Sie sind süß, junge Frau. Ich setze den Preis auf 300 Yen runter. Seid froh, dass ihr meinen Gesichtsausdruck nicht sehen könnt.
Ich erhalte das Buch des Mondes. Aber warum würde ein Mädchen wie Sie ein Buch wie dieses wollen? Möchten Sie Astronautin werden, wenn Sie erwachsen sind? So wie Sie aussehen, könnten Sie eine Mondprinzessin sein. Nun, ich denke, da muss es irgendeine Verbindung geben. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Okay. Dinge werden seltsam hier langsam. Und zwar gewaltig seltsam. Immerhin dachte ich mir so, ach ja. Also erstmal, wir suchen ein Buch nach dem Mond. Über den Mond. Ja, was genau willst du denn jetzt haben? Also das kann alles Mögliche sein. Das könnte von einer... Das könnte von der ersten Mondlandung handeln. Das könnte über... Also, ne, ich sag ja, Sailor Moon, eine Geschichte voller Plotholes. So, warum sollte es in einem random Buch die Auskunft geben, die wir brauchen? Warum? Es gibt dafür keine logische Erklärung. Okay, Sailor Moon Logik können wir natürlich auch so machen. Aber so ein kleines Mindestmaß, so was das Ganze vielleicht nachvollziehbar macht. Vielleicht bin ich auch einfach schlicht und ergreifend die falsche Zielgruppe für dieses Spiel. Das kann natürlich... Das will ich ja nicht abstreiten, ne? Aber... Für wen ist das... Für wen ist diese Story... Oder die, so manche Teile dieser Story gemacht wurden. Das klingt so ein bisschen wie... Also... Selbst eine 10-Jährige, wette ich mit euch, oder ein 10-Jähriger, bleiben wir mal genderneutral, würde den Braten riechen und sagen, du kannst auch einfach einen Kreis malen und da lustige Kreise reinmalen und die grau ausmalen und sagen, das ist der Mond. So, das hat so den gleichen Effekt wie das, was wir jetzt gemacht haben. Wir suchen ein random Buch und wir finden ein random Buch. Natürlich finden wir ein random Buch. Amy, ich habe ein Buch über den Mond gefunden. Wohlgemerkt, ein Buch über den Mond. Es gibt viele Bücher über den Mond. Kannst du es mir zeigen? Ich kann nun Dinge über das Mare Serenitatis mit Hilfe dieses Buches herausfinden. Genau. Natürlich. Wenn man das Buch rückwärts liest, hört man sogar satanische Verse, habe ich gehört. Piep, 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 piep. Gefunden. Es ist in Harumi, Tokio. Ne. Just no. Warum Harumi, Amy? Dort befand sich der Mondpalast. Er stand mitten im Mare Serenitatis auf dem Mond. Mare Serenitatis bedeutet kristallklares Meer und Harumi ist ein kristallklares Meer. Wenn wir dorthin gehen, können wir vielleicht in die Vergangenheit reisen. Lass uns gehen und das so überprüfen. Ah, Mensch, hier waren wir doch schon. Heute ist niemand hier. Und es gibt hier heute auch keine Show. Hier in Harumi gibt es immer eine Sailor Moon Show. Ich frage mich, ob sich die Schauspieler einen Tag freigenommen haben. So ein Pech, Ray. Oh ja, hier rumzutrödeln wäre ja auch viel besser gewesen. Wir haben schließlich etwas zu erledigen. Lasst uns für Mamoru nach dem Mare Serenitatis suchen. Meine Güte, sind das Wörter. Hä? Leute, habt ihr eben auch dieses komische Geräusch gehört? Was war das? Was ist das? Ein UFO. Das ist ein UFO vom Schwarzen Mond. Ich hatte recht. Wurde das Schicksal des Schwarzen Mondes verändert, sodass sie wieder zum Leben erweckt wurden? Diese Kermesite. Und ihre Freunde haben ein glückliches Leben geführt. Verwandelt euch.
macht der Mondnebel, mach... Ernsthaft, macht der Merkurnebel... Machen das jetzt alle? Das machen alle? Jeder Einzelne? Ich lese das jetzt nicht alles vor. Lasst uns ins UFO steigen! Wartet! Wenn wir alle in das UFO steigen, kann keiner nach dem Mare Serenitatis suchen. Ich hab's geschafft. Während wir im UFO sind, könnte das Schicksal vielleicht verändert werden. Uranus hat recht. Teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Ja, das wäre viel wirkungsvoller. Du hast recht, lass uns zwei Teams von 5 Leuten bilden. Ich habe voll die Idee und ich weiß ganz genau, wen ich nicht mitnehme. Shibusa. Ich nehme mit... ich nehme mit Sailor Uran... Uranus? Sailor Satan? Und, wen nehmen wir noch mit? Wir nehmen noch... Ja, wir nehmen noch Sailor Ju... Nein. Sailor Venus mit. Und wen nehmen wir noch? Nehmen wir Sailor Merkur? Ja, komm. Her mit Sailor Merkur. Ich mag Sailor Merkur. So. Wir haben unser Team aufgestellt. Okay, steigen wir in das UFO. Los! Sailor Teleport! Weia. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ah! Ich glaube, ich erinnere mich. Okay. Ich möchte jetzt auf jeden Fall das Spiel speichern, nachdem ich so ewig und 3 Tage nach diesem hässlichen, Buchladen geschaut habe. Gibt es hier Gegner? Okay, was haben wir hier? Oh. Hallo? Was geschieht hier? Also wir teleportieren irgendwie von einer Stelle zur anderen. Kommen wir damit irgendwie wieder zurück? Ah, ja, anscheinend kommen wir damit wieder zurück. Hier kommen doch Gegner. Ich dachte schon. Oh, das sind viele. Wir besiegen sie mit der Macht der Liebe. Und mit riesigen Wasserwellen. Und... wir versuchen es einfach mit ganz viel Flächenschaden. Oh. Super, Sailor Uranus ist jetzt so eher mittel. Die hat sich mal voll linken lassen. Oh, Sailor Moon auch. Ha, aber das sieht gut aus. Alter. Jetzt kommen die hier mit massiven Schaden wieder um die Ecke. 900 Erfahrungspunkte. Euer Ernst? Ich glaube, ich weiß, was ich hier gleich machen werde. Power leveln. Aber holla die Waldfee. So, jetzt sind wir wieder hier. Sind die immer noch? Ah, nee, die sind immer noch Stein. Dann müssen wir definitiv nochmal kurz was ändern. Benutzen. Ein Heilbad. Entfernt schlechte Stati. Einmal. Zweimal. So, schon viel besser. Aber 900 Erfahrungspunkte. Das lohnt sich richtig. Also hier kommt nichts. Das macht nichts. Jetzt schauen wir mal. Wir gehen mal die ganze Zeit nur links. Ich meine, ich weiß, dass da hinten eine Treppe war. Und wo sind wir hier? Moment. Oh, das war der richtige Weg. So ein Mist. Wir haben auf dich gewartet, Sailor Moon.
Petite, warum? Warum willst du wieder kämpfen? Prinz Saphir hat uns zurückgeholt, als er wieder zum Leben erwacht ist. Alle meine Schwestern wurden darin verwickelt. Wenn du mich besiegst, werden meine Schwestern in der Lage sein, zu ihrem Schicksal zurückzukehren. Sailor Moon, besieg mich! Bertirite, warum? Wenn ich dich besiege, wirst du es verstehen? Du kannst dir nicht irgendein Schicksal, das du willst, aussuchen. Ja, ich habe bereits verstanden. Aber ich konnte allein nicht weglaufen. Bitte, besiegt uns. Kämpfen ist so schrecklich. Spüre die Liebe, Kalavarite. Du musst doch etwas fühlen. Ich fühle sie, ich kann sie spüren. Ich kann die Liebe meiner Schwestern spüren. Aber leider haben wir uns dieses Schicksal ausgesucht. Ich flehe euch an, bitte haltet uns auf. Vergebt uns, Sailor-Kriegerin. Müssen wir jetzt alle einzeln bekämpfen? Tatsächlich, wir müssen wirklich alle einzeln bekämpfen. Alles gut. Wir machen hier einfach weiter, so wie wir angefangen haben. Oh, ich hatte gerade echt Sorge, dass der Schaden einfach so brachial niedrig ist. Aber das geht ja richtig. Okay, die einzige, die jetzt irgendwie nicht so den Schaden reißt, ist auf jeden Fall Sailor Merkur und Sailor Moon. What the fuck? Das war ja... Okay. Wir brauchen auf jeden Fall, wir müssen... Moment. Heilt alle HP die Oktopuswürstchen? Okay, wir machen das so. Nee, sie greift ganz normal an. Sie muss sich auf jeden Fall nochmal irgendwas reinpfeifen, damit sie am Leben bleibt. So, auf die Art und Weise könnten wir ein bisschen mehr rausholen. Au, okay, damit stirbt der Erste. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Vor allem eine ist natürlich mies am Boden liegen geblieben. Erweckt dich aus tiefem Schlaf. Was war denn das? Lebenskrepp. Wiederbelebung im Kampf und heilt. Nee, wir brauchen auf jeden Fall, auch wenn es nicht viel Schaden ist, aber wir brauchen hier die Macht der Liebe. Und... Genau, dann lieber ein Lebenswasser drauf. Mach das Schwert. Ah, ah. Wir brauchen hier alle EP. Alter, übertreib's. Was die hier rauspulvert? Mit 88. Ich glaube, wir werden diesen Kampf nochmal machen müssen. So, Schwert des Feuers. Ja, da stirbt schon wieder einer. Ich sehe es kommen. Oder fast. Auch okay. Wie viele Lebenspunkte hat die? Das reicht einfach nicht. Und das Miese ist, also eigentlich kann ich schon mal einen Lebenskrepp auf Sailor Uranus jagen. Während sie
wen haben wir denn jetzt? Achso, genau, während Sailor Merkur ein irgendwie Lebenspunkte regeneriert. Alle EP, 3 EP. Wir haben doch hier irgendwas, was... Okay, heilt alle. Das geht auf sie. Sie macht Schwert der Venus. Wenn sie es machen könnte, macht sie natürlich ihre Attacke. Toll. Das hat ja gut funktioniert. Also gefühlt irgendwie gar nicht. Moment. Halt ein Freund, das ist Blödsinn. Ah, Schwert der Venus funktioniert nicht. Gut, dann gibt es natürlich nochmal ein Eau de Cologne für alle. Alter, dieser Schaden an der Stelle. Das ist nur abnormal. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich drei Kämpfe vor mir habe. Also ganz ehrlich. Lassen wir es doch lieber an dieser Stelle. Und fangen diesen Kampf nochmal von vorne an. Weil das bringt irgendwie gefühlt überhaupt nichts. Weil wir eh, wenn wir fünf Kämpfe jetzt noch, oder vier Kämpfe noch machen müssen, plus noch einen Bossfight, dann sind wir doch massiv gearscht. Vor allem zieht euch doch einfach mal rein. Gefühlt können wir nicht mal was dagegen tun. Nein, das bringt nichts. Wir machen das hier nochmal von vorn. Das geht so nicht. Das ist wieder genau dieser Punkt, den ich immer wieder ansage. Entweder ist man maßlos unterlevelt und die Kämpfe ziehen sich wie Gummi, ja, oder zwei Hits und tot. Also, machen wir das Ganze mal im Schnelldurchlauf. Wir sehen uns dann hier gleich wieder.